Oh, da seht ihr die Krippe. Und da seht ihr meinen besten Freund und mich. Ich bin nämlich der da, der Esel. Und da komme ich gerade aus der Vergangenheit. Ich habe einen langen Weg hinter mir. Ich habe überall gesucht. Ich wollte doch nur jemanden finden, der mir erzählen kann, was ihr heute noch wisst von dem, was damals in meinem Stall passiert ist. Aber nirgendwo war jemand. Keine Menschenseele war zu finden. Aber irgendwann, da bin ich in die Kirche gegangen und hab's da versucht. Hallo? Hallo, ist da jemand? Hat sich hier jemand versteckt? Hallo, Eva! Hallo? Eva! Auch ganz schön müde. Aber vor allem bin ich ein Zeitreiseesel. Und ich komme aus der Krippe von vor über 2000 Jahren. Und ich habe so dringend jemanden gesucht, weil die sagen alle, das, was da bei mir im Stall passiert ist, ist total wichtig. Aber ich habe noch niemanden gefunden, den ich fragen kann. Aber jetzt bist du ja hier. Also, ich fange mal an. Damals, da ist ein Baby bei uns im Stall, also in meinem Stall, wo ich schlafe und wo ich esse, da ist ein Baby zur Welt gekommen. Und die haben gesagt, der ist super wichtig. Und ich habe gehört, dass ihr den auch kennt. Deshalb, weißt du, von wem ich rede? Lass mich mal nachdenken. Meinst du vielleicht den Jesus? Ja! Der, so heißt das Baby. Den kennst du heute noch? Ja. Ja auch? Verrückt. Ja, der ist bei mir im Stall zur Welt gekommen. Und der ist also echt super wichtig. Ja, das ist richtig. Den kennen wir heute noch. Alle Menschen. Ah, cool. Also, ich habe gehört, das ist aber schon 500 Jahre her, dass es auch ein Buch gibt, wo ganz viele Geschichten von dem drinstehen. Kennst du das? Ja, genau. Das ist die Bibel. Da steht das ganze Leben von dem Jesus drin, was er alles gemacht hat. Oh, echt? Ja. Das ganze Leben? Hast du das? Ja, das habe ich sogar hier dabei. Echt? Ja. Cool. Möchtest du daraus vorlesen? Vielleicht die Geschichte, wie das mit der Geburt ist. Dann weiß ich zumindest, was ihr wisst und kann euch sagen, wie es wirklich war. Ja, wenn ihr das möchtet, dann kann ich das gerne machen. Das wäre voll cool. Ich bleib hier sitzen. Okay, dann gehe ich mal das Buch holen. Also, lieber Esel, das ist die Geschichte, so wie wir sie kennen. Kaiser Augustus in Rom wollte einen Überblick über die Steuereinnahmen in seinem riesigen römischen Reich bekommen. Deshalb befahl er, dass alle Leute sich in Steuerlisten eintragen lassen sollten. Das galt auch für die Juden. Zu diesem Zweck musste jeder in die Stadt gehen, in der er geboren war. Auch Josef, der aus Bethlehem stammte, wie König David, machte sich gemeinsam mit seiner Frau Maria auf den Weg. Von Nazareth in Galiläa bis nach Bethlehem in Judäa war es eine weite Reise. Ungefähr 200 Kilometer mussten die beiden zu Fuß zurücklegen. Über eine Woche waren sie unterwegs. Es war kalt und die Reise war sehr beschwerlich. Besonders für Maria. Sie konnte jetzt jeden Tag ihr Kind bekommen. Als sie schließlich kurz vor Bethlehem waren, war es soweit. Die Wehen setzten ein. Josef versuchte verzweifelt, eine Unterkunft für die Nacht zu bekommen.
aber die Herbergen waren alle voll und sie wurden überall abgewiesen. Schließlich überließ ihnen ein mitfühlender Mann seinen Stall. Ein Ochs und ein Esel standen darin. Die schienen nichts dagegen zu haben, dass Maria sich ins Stroh legte. Neugierig sahen sie zu, wie das Kind auf die Welt kam. Maria wickelte es in Windeln und Josef legte es in eine Futterkrippe, die er mit Heu ausgepolstert hatte. »Es soll Jesus heißen«, sagte Maria. »Das hat der Engel gesagt.« »Ja, er soll Jesus heißen«, sagte Josef und strich dem Kind zärtlich über die Stirn. Also, da steht schon ziemlich viel Richtiges drin. Aber da steht nicht drin, dass wir, also der Ochse und ich, wir waren damit eigentlich ganz zufrieden. Aber am Anfang war das schon ein bisschen komisch. Ich meine, das war unser Essen. Und plötzlich lag da Mensch drin. Aber naja, wir wollen ja nicht so sein. Ich meine, die hatten ja einen ganz schön schweren Weg. Aber trotzdem, also cool finde ich es auch erst jetzt. Damals war es noch ein bisschen komisch. Aber wie fändst du das denn, wenn plötzlich ein Baby bei dir im Essen liegt? Ja, ich kann dich da schon verstehen. Das ist natürlich erstmal ein bisschen komisch. Aber du musst das ja auch mal so sehen. Jetzt bist du Teil von einer ganz großen Geschichte, die die Menschen noch 2000 Jahre später kennen. Und du stehst da drin. Ich wollte gerade sagen, ja, wie cool ist das denn? Ich stehe in diesem Buch. Das ist super cool. Und ihr kennt mich alle. Es ging ja noch weiter. Was ist denn dann noch alles so passiert? Ja, mit Corona. Zum Glück gab es das damals nicht. Es kamen super viele Menschen vorbei. Erst kamen Hirten. Die kannte ich. Aber naja, die waren auch ein bisschen überfordert mit der ganzen Sache. Die haben gesagt, da waren Engel. Und die haben gesungen so. Hallo, hier. Aber die waren da und wollten unbedingt dieses Kind sehen. Und da merkten Ochs und ich schon, naja, das muss schon irgendwie besonders sein. Und ein paar Tage später, da kamen noch mehr Menschen. 3 Stück. Mhm. Und die hatten was total Cooles dabei. Aber was die hatten, das passte auch so gar nicht in den Stall. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Normalerweise freuten wir uns darüber, wenn es mal eine Myrrhe gab, anstelle von trockenem Heu. Aber die Geschichte, was die 3 Könige alles so erlebt haben, die da vorbeigekommen sind, die erzählen wir wann anders. Danke, dass du mir so schön geholfen hast. Kein Problem, gerne. Ich glaube, ich muss jetzt mal zurück. Der Ochs, der vermisst mich immer ganz dann fürchterlich. Dann solltest du aber auch schnell gehen. Das mache ich. Dankeschön. Und ich habe gelernt, heutzutage sagt man frohe Weihnachten. Dankeschön, dir auch frohe Weihnachten. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja. Schön habt ihr es.